Kinder und Jugendliche, die regelmäßig Softdrinks konsumieren, haben ein erhöhtes Risiko für Übergewicht und diverse damit zusammenhängende Erkrankungen. Doch Softdrinks sorgen auch dafür, dass junge Mädchen ihre erste Monatsblutung früher bekommen als Altersgenossinnen, die keine Softdrinks trinken. Damit steigt auch das Risiko, später an Brustkrebs zu erkranken. Forschern ist es gelungen, die zugrunde liegenden Mechanismen zu entschlüsseln. Frühere Monatsblutung. Copyright Zeichen Süder Productions, Shutterstock.com. Softdrinks erhöhen Brustkrebsrisiko. Junge Mädchen, die mehr als 1,5 Portionen Softdrinks in der Woche konsumieren, bekommen ihre erste Monatsblutung im Durchschnitt fast 3 Monate früher als ihre Altersgenossinnen. Gleichzeitig steigt mit erhöhtem Softdrinkkonsum nicht nur das Risiko für Übergewicht, sondern auch das für Brustkrebs. Doch schon dann, wenn die erste Periode ein Jahr früher auftritt, erhöht sich die Brustkrebsgefahr um 5% und mit jedem weiteren verfrühten Jahr um weitere 5%. Frühe Monatsblutung durch Softdrinks. Professor Karen Michels und ihr Team an der Harvard Medical School im US-amerikanischen Boston analysierten die Daten von mehr als 5500 Mädchen im Alter von 9 bis 14 Jahren. Zu den Daten gehörten neben dem Geburtsgewicht und dem BMI, Body Mass Index, Verhältnis von Körpermasse zu Gewicht, Trink- und Essgewohnheiten sowie auch Informationen zu den Lebensumständen, Mahlzeiten im Familienkreis, Familienverhältnisse etc. Professor Michels und ihre Kollegen ermittelten, dass der Softdrinkkonsum unabhängig von den anderen Faktoren das Eintreten der ersten Monatsblutung beeinflussen kann. Softdrinks lassen Periode verfrüht eintreten. Man untersuchte nun, inwieweit zuckerhaltige Softdrinks, mit Süßstoffen gesüßte Softdrinks und Fruchtsäfte das Eintreffen der ersten Periode beeinflussen können. Fruchtsäfte und mit Süßstoff gesüßte Getränke hatten hier offenbar keinen Einfluss. Das verfrühte Eintreten der Monatsblutung konnte nur mit den gezuckerten Softdrinks in Zusammenhang gebracht werden. Doch kommt es nun nicht auf die Gesamtmenge an Zucker an, die junge Mädchen aufnehmen, wenn es um die erste Periode geht. Einzig die Zuckeraufnahme in Form von Softdrinks hatte der Studie zufolge die beschriebene Wirkung. Mehr Sexualhormone durch Softdrinks durch den Zuckerzusatz, so erklären die Forscher, haben Softdrinks einen höheren glykämischen Index als beispielsweise Fruchtzucker. Ihr Konsum lässt den Insulinspiegel im Körper daher besonders rapide in die Höhe schnellen. Ein erhöhter Insulinspiegel regt wiederum die Produktion von Sexualhormonen an. Große Veränderungen im Sexualhormonhaushalt können zu einem verfrühten Eintreten der Periode führen. Zwar wird auch die Aufnahme von Koffein, etwa in Cola-Getränken, mit einer verfrühten Periode in Verbindung gebracht. Professor Michels und ihr Team betonen jedoch ausdrücklich die Bedeutung von zuckerhaltigen Softdrinks in diesem Zusammenhang. Mehr über die schädliche Wirkung von Softdrinks lesen Sie hier. Gefährliche Softdrinks? Frühgeburten durch Softdrinks? Softdrinks so schädlich wie Rauchen? Bitte beachten Sie, dass die Ergebnisse dieser Studie keinesfalls dazu ermutigen sollten, Diät, Softdrinks mit künstlichen Süßstoffen zu konsumieren, denn Süßstoffe machen dick und haben noch zahlreiche andere gesundheitsschädliche Auswirkungen. Ihre Ausbildung zum ganzheitlichen Ernährungsberater. Gesunde Ernährung ist Ihre Leidenschaft? Sie lieben die basenüberschüssige, naturbelassene Ernährung. Sie möchten gerne die Zusammenhänge zwischen unserer Nahrung und unserer Gesundheit aus ganzheitlicher Sicht verstehen. Sie wünschen sich nichts mehr als all Ihr Wissen rund um Gesundheit und Ernährung zu Ihrem Beruf zu machen. Die Akademie der Naturheilkunde bildet Menschen wie Sie in 12 bis 18 Monaten zum Fachberater für holistische Gesundheit aus. Wenn Sie mehr über das Fernstudium an der Akademie der Naturheilkunde wissen möchten, dann erfahren Sie hier alle Details sowie Feedbacks von aktuellen und ehemaligen Teilnehmerinnen. Quelle: Professor Karen Michels.